und willkommen zu Minervas Hexen einmal eins. Diesmal im schönen Monat März. Ja, alles blüht und grünt und lugt aus der Erde hervor. Der März ist traditionell ein Monat des Aussehens, der Saat und vor allen Dingen auch der Erweiterung der Pacht, der neuen Verträge. Und er ist ein Marsmonat. Das heißt, der Monat März hat seinen Namen vom Mars. Der Mars war einmal ein Kriegsgott, aber davor ein Vegetationsgott, daher der Monat. Im März feierten unsere germanisch-keltischen Vorfahren die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Etwa am 21. März ist die helle wie die dunkle Zeit gleich lang. Das Licht nimmt zu und wir steuern geradewegs auf den Sommer zu. Eine Vegetationsgöttin, die vielen im Namen auch noch sehr bekannt vorkommt, ist die Göttin Ostara. Und auch so hieß ihr Fest am 21. März, nämlich Ostara oder Eoste. Ostara deswegen, weil das Licht von Osten kam und mit jedem Hauch und jedem Fuß, den die Göttin über das Land brachte oder auch über das Land schritt, wurden immer mehr der Boden fruchtbar und der Schnee und das Eis ging zurück. Ihre Begleiter waren beispielsweise der Hase und das Huhn. Und deswegen feierte man traditionell Ostara als ein erstes Fruchtbarkeitsfest. Rote Eier wurden traditionell verschenkt mit einem guten Segensspruch oder auch einer Runenbotschaft versehen, um eben halt die Fruchtbarkeit für das Jahr zu gewähren. Diese Tradition ist uns bis heute erhalten geblieben. Meine Pflanze für den März ist die Gundelrebe oder der Gundermann. Es ist ein unscheinbares Pflänzchen, aber einer meiner Lieblingspflanzen. Die Gundelrebe grünt das ganze Jahr, wogegen sie dann im Sommer lilane Blüten hat, die dann aus der Wiese herausragen. Die Gundelrebe oder auch Gundermann genannt, ist ein wirklich guter kleiner Hausgeist. Dazu muss ich sagen, unsere Vorfahren haben Pflanzen nicht nach ihren Wirkstoffen unterteilt, sondern eher nach ihrem Geist. All die Pflanzen, die am Haus wuchsen, wie die Gundelrebe, der Wegerich oder die Brennnesseln, waren gute Hausgeister, die den Menschen zur Verfügung standen, um ihnen halt Vitamine, Bitterstoffe und Gerbstoffe zu liefern und auch zu schützen und eben auch vor bösen Zaubern und Anfeindungen und auch Alben und Kobolden aus dem Walde das Haus und den Hof zu schützen. Die Gundelrebe findet sich überall in unserer Wiese, in dem Garten und sie rankt und gedeiht prächtig, auch so ein Unkraut, was wir aber nutzen könnten, gerade im Frühjahr. Die Gundelrebe schwemmt Bitterstoffe aus dem Körper, sie beinhaltet selber welche, aber auch Gerbstoffe, Flavoide und auch ist einen großen Anteil an Vitamin C. Sie ist ideal zum Ausschwemmen von Krankheiten. Gundermann oder sagt mehr aus. Es ist ein altgermanisches Wort. Gunda ist das Wort für Eiter, wobei unsere Vorfahren mit Eiter alles verbunden haben oder verbanden, was mit innerlichen Krankheiten zu tun hat, mit Schleim, ja, mit Auswürfen, mit Dingen, die im Körper festhingen. Die Gundelrebe ist ein wunderbares Kraut, um so etwas auszuschwemmen. Sie wurde traditionell beim Bronchitis und Lungenentzündung eingesetzt, aber auch bei schlecht heilenden und alternden Wunden, sowie auch bei Rheuma und Arthritis. Ein paar Blättchen beispielsweise in den Eintopf oder in die frische Suppe, es ist ein wunderbares Frühlingskraut. Maler haben die Gundelrebe immer verwendet, weil sie Blei aus dem Körper und andere Metalle ausschwemmt. Sie ist das erste Kraut, was beim traditionellen Bier mit als Bestandteil galt, lange bevor der Malz dazu gesetzt wurde. Sie ist ein Würzkraut, was wirklich sehr verkannt ist. Ich kann Ihnen da nur empfehlen, sie wirklich auszuprobieren. Man kann nicht viel falsch machen mit ihr, außer als
dass man sie überdosiert, aber dann schmeckt sie bitter. Ein paar Blättchen am Tag reichen völlig aus, um den Vitamin-C-Gehalt von uns aufzubessern. Des Weiteren ist die Gundelrebe ein sogenanntes Milchkraut. Ja, Milchkräuter. Heute kaum noch bekannt, aber damals bei unseren Vorfahren war die Milch ein wirklich wichtiges und heiliges Mittel. Und es war wichtig, dass eben halt die Milch nicht schlecht wurde und dass sie auch gut gebuttert wurde. Und wenn das nicht der Fall war, wenn sie umkippte oder sich nicht buttern ließ, dann war diese Milch verzaubert oder besprochen. Und der Gundermann half bei der Entzauberung. Grundsätzlich war es so, dass durch Gundermannblätter die Milch dann besser floss, wenn sie den Kühen zu fressen gegeben wurde, oder auch durch Gundermannkränze wurde die Milch gegossen, um sie vor Verzauberung zu schützen. Auch sagte man der Gundelrebe nach, wenn man ein bisschen von ihr in der Tasche trug und dann zur Kirche ging am Sonntag, konnte man in der Kirche all die bösen Menschen und Hexen erkennen. Naja, das ist so ein kleiner Spruch. Ja, die Gundelrebe ist ein wirklich wunderbares Heilkraut, was auch wunderbar in ihrem Öl bei schlecht heilenden Wunden hilft. Das heißt, man nimmt im Sommer Blätter der Gundelrebe, schließt sie in ein Marmeladenglas ganz dicht ein und lässt sie 6 Wochen in der Sonne stehen. Es entwickelt sich das Gundelrebenöl, was man wunderbar auf Sonnenbrand oder auch auf schlecht heilende Wunden streicht. Sie haben diese wunderbare Pflanze sicherlich im Garten. Einfach mal suchen. Man erkennt sie auch an ihrem starken Geruch. Wenn man die Blättchen nimmt und zwischen den Fingern reibt und dann an den Fingern riecht, merkt man sofort die ätherischen Öle. Also sie riecht sehr streng und sehr bitter. Ja, das war für den März mein Hexen-Einmal-Eins. Und ich habe Ihnen heute meine Lieblingspflanze, den Gundermann oder die Gundelrebe, näher gebracht. Es gibt noch viel, viel mehr darüber zu erzählen. Aber ich kann Ihnen da wirklich nur ans Herz legen, sich selber einmal Literatur anzuschaffen, das nachzulesen und mal in Ihrem Garten die Augen aufzuhalten und zu schauen, was es alles Erstaunliches gibt im Moment. Und kann Ihnen nur sagen, bleiben Sie verzaubert und ich wünsche Ihnen einen schönen März.